Hallo Leute und herzlich willkommen zur 79. Folge von Agrarian Skies 2. Hier, wir sind wieder dabei. Und wir haben haufenweise Zeug, was da unten stirbt. Sogar die Undying Witch wird hoffentlich irgendwann sterben. Auch wenn sie Undying ist. Ja, okay. That logic. Gut, wir kommen mal kurz hier oben hin und gucken mal, was hier so los ist. Okay, die Zelle scheint sich noch nicht zu laden, aber okay. Magma Crucible ist so gut wie durch. Das war der perfekte Moment. Jetzt sind die Lava Drums auch wieder voll. Okay. Die Node scheint immer noch lost in space. Ich bin der Meinung, ich habe die bestimmt abgebaut und vergessen oder so. Oh, die ist da dran. Ich brauche nur das... Ich brauche da eigentlich nur das Kabel. Okay, gut. Ja, dann bauen wir gleich nochmal neue Kalb. Wie sieht's hier aus? Wir haben ein verzaubertes Buch mit Unbreaking 3 und Luck of the Sea bekommen. Okay. Und wieder ein Haufen Fische. Ist schön. Du hast genug Energie und arbeitest fleißig. Und wie siehst du aus? Ja, okay, perfekt. Also diese Level 2 Solar Panel scheinen sich doch zu lohnen. Definitiv. So, wie sieht es denn hier aus? Du machst nichts mehr. Also denke ich mal, die Axe is broken. Ja. Das ist natürlich ein echtes Problem. Weil... Okay, ich glaube auch ganz ehrlich, wir sollten vielleicht aufhören hier, ne? Ey, muss ja jetzt nicht sein, dass wir noch weitermachen. Ich glaube, so viel mehr Rubberzeug brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich noch ein bisschen um die Quests kümmern. Ich meine, klar, es müssen ja immer noch diverse 100.000 Sachen sortiert werden. Hatte ich bei Junk oder bei Maschinen oder so? Wo habe ich denn... den Rubber hingetan. Ich würde sagen, wir bauen ein ME-System auf, aber auch das war problematisch. Nee, ich hab noch eine bessere Idee. Wir werden jetzt Tatsache gleich mal ein bisschen hier rummodifizieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Rubber hingepackt habe. Jetzt ist er hier. Ich habe immer noch so viel Kram in den Taschen. So. Ein bisschen Rich Slag, was wir übrigens für diese Rock Wool benutzen könnten wahrscheinlich. Oder brauchten wir dafür normales Slag? Ich bin mir gerade nicht sicher. Rock Wool. Das war die... Irgendeine war doch standardmäßig. Ah, die, okay. Ja, also brauchen normales Slack dafür, okay. Um Slack herzustellen mit Rich Slack, ja. Könnten wir Sachen einschmelzen. Zum Beispiel sowas hier. Ich weiß gar nicht, ob Coal Ore überhaupt irgendwo reinpasst, aber egal. Wir lassen es jetzt erstmal noch. Aktuell brauchen wir es eh nicht. Ich muss dringend mal in mein Maschinchen hier umgucken, wie es mit der Speicherkapazität aussieht. Oh. Ja, es wird langsam auch wieder zu viel. So, wir haben hier noch den Fluid Transposer. Den können wir eigentlich hier oben mal aufstellen. Und... wir könnten uns, weil dieser Tipp ja jetzt mehrfach kam, Tatsache mal ein bisschen Alumite herstellen und die blöde... Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Wir werden mal kurz hier den Tank hinstellen. Habe ich noch einen Eimer, ja. Und den mal leer machen. So, okay, so. Ich bin mir übrigens nicht sicher, dass es was bringt, den Kopf von der Picke zu tauschen, aber wir werden sehen. So. Für Alumite. Obsidian, Eisen, Aluminium. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier unten noch Eisen habe. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Obsidian, Eisen und dann 40
Aluminium. Tschack, so. Obwohl es auch nicht hinhaut. 2, 2, 5 war das Verhältnis, ne? Oh Gott, was hier alles drin ist wieder. Okay, so erstmal holen wir noch die Lava hier raus. Das ist Punkt Nummer 1. Du kannst weg. Du kannst hier ran. Okay. So, was auch immer jetzt hier drin ist. Was ist das? Liquid Lava, ne. Ich wüsste echt gerne, was hier gerade drin ist. Es kann auf jeden Fall nicht in Barrenform gegossen werden. Ah, wahrscheinlich das restliche Redstone, ne? Ja, es ist noch Destabilized Redstone. Silber, Kupfer. Wir haben ja noch Signalum über. Achso, damit müssten wir jetzt schon 2 von 3 Exotics hergestellt haben. Tinker. Ja, jetzt fehlt nur noch Mana Steel. Und das müsste einfach nur ein Mana-Barren in diese. Iron-Barren in. Genau. Gut, das. Ich habe leider gerade kein Iron da, aber gut. Ich würde ungerne. Das Redstone verschwenden. Dementsprechend habe ich es jetzt mal zurückgeleitet. Hier rein. Dann müssen wir dann gucken, dass wir was machen. Aber wie dem auch sei, es müsste denn theoretisch 20 sein, ne? Gucken wir mal, was passiert. Hier ist Silber und Kupfer drin. Alu, Eisen. Aha. Egal. So. Habe ich noch irgendwo. Ich hole mir mal einen Eisenbarren von oben kurz. Theoretisch könnte ich doch. Komme ich hier rauf? Ich denke mal eher nicht so, oder? Nee. Wenn ich den hier wegnehme und den Tank daran setze. Ja, sehr gut. Dann haben wir genau die eine Transferpipe, die wir noch brauchen. Okay, die Tanks da reinzusetzen ist natürlich ziemlich dämlich, aber egal. So, dafür kann der jetzt hier wieder Lava produzieren. Auch wenn wir es nicht brauchen, wir haben ja eh so viel Lava, dass es eher ein Witz ist, was wir da machen. So. Mal gucken, ob genug Mana in dem Mana-Pool ist. Sehr nice. So. Ne, es ist nicht. Nicht genug Mana drin. Und lustigerweise, ich habe keine Ahnung, was hier genau läuft. Aber dann hätten wir jetzt Mana Steel herstellen können. Ihr habt es nur gerade gesehen, es geht noch nicht. Wir müssen uns dringend mit Botanien auseinandersetzen. Ich muss was Besseres herstellen als diese Daybreaks. So, noch kurz die Maschinenteile hier reinballern. Den bauen wir gleich unten noch. Das zählt offiziell auch in der Maschine. Und wir brauchen noch den besseren Serp. Wir konnten den noch verbessern mit Signalum, oder? Genau, mit dem Signalum Gear. Was allerdings nur castbar ist. Ja, super. Okay, können wir dann gleich auch noch machen. Aber erstmal Alumite. Jig. Da ist Alumite. Okay. Dann müssen wir jetzt einfach noch dazu tun. Ich gucke gerade mal. Wir haben Obsidian, wir haben Eisen. Wir haben nicht genug Aluminium. Theoretisch müsste das jetzt mit 2 und 5 müsste es ja eigentlich passen. Mal gucken. Das sehen wir gleich. Und wir müssen noch 1, 2, 3, 4 Signale da reinschmeißen. Gott, wie das hier drin aussieht, ne? Schicht über Schicht über Schicht über Schicht. So. Aber Alumite, trotz allem, kann. Hier gegossen werden. Wir müssen unbedingt noch ein zweites Drain bauen, wo wir einfach nur so Einzelsachen rausgießen. Oder vielleicht sogar noch mehr Drains, ich weiß es nicht. Und wir müssen neben dem Schlafen gehen, vielleicht auch noch eventuell unter Umständen uns ein Faucet holen.
Boah, also nicht wundern, ich bin heute schon etliche Stunden am Aufnehmen, alles in allem. Wenn ich ein bisschen verwirrt teilweise daherkomme. Das wird sich auch wieder geben. So. Ja, ich weiß. Danke. Chuck. So. Damit hätten wir ein Alumite-Head. Danke. So. Dann müsste hier jetzt inzwischen wieder Signalum drin sein, genau. Das kommt in eine Geoform. Okay, so jetzt können wir die Barren hier hin. Gearcast wieder rein. Das ist Bronze, müssen wir auch noch machen. Okay. So. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt ein Signal. Ich habe das Gear gar nicht mitgenommen, oder? Nee. Und den Alumite hält auch nicht. Mann. Und ich bin hungrig. Muss was essen. Vielleicht sollte ich mir den nächsten Mal Fisch machen. Oh, langsam gehen uns tatsächlich die Kartoffeln aus. Ah, wir haben noch so viel Soja, dass wir da eigentlich noch rangehen müssten. So, die Pickaxe war aus Bronze. Dann holen wir uns mal einen Bronzebarren. Ich hoffe, das eine reicht zum Reparieren. Die ist ja auf Auto-Repair, oder? Ne, ist er nicht. Okay. So. Damit ist die repariert und jetzt müssten wir eigentlich mit Alumite. Achso, das ging nur in der Dings, ne? Check. Check. So. Jetzt kriegt sie reinforced. Okay. Ist jetzt drauf. Ach, jetzt kann ich keinen Boost mehr benutzen, ne? Schade. Wie schnell ist die denn jetzt? 11,9. Ich spring mal kurz hier runter. Oh, es ist Tatsache abbaubar. Ich bin begeistert. Das heißt, wir können uns jetzt hier unser ganzes Obsidian-Kram zurückholen. Es wird gar nicht ewig dauern oder so. Aber es geht auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. So, jetzt gucken wir noch, ob meine eine Ecke da funktionierte. Also danke nochmal für den Tipp. Ich habe da einfach nie drüber nachgedacht. So. Ja, es ist weg. Okay, es ist wirklich weg. Also wirklich, wirklich weg. Nee, das ist Block of Diamond Nuke. Ich kann davon so viele machen, wie ich möchte. Ich habe so viele Diamanten. Aber trotzdem. So. Ich weiß noch nicht, wo ich die Nuke hinpacke, weil die ist eigentlich Junk. Okay. Excess Junk quasi. So. Dann. Jetzt die ganzen Sachen hier mal erfüllen, die wir so über die Zeit haben wollten. So, das. Das. Und ich glaube, dann braucht er dazu noch Hart und Glas, ne? Hardenglas, okay. Jetzt Glas, dann ist hier 1, 2, 4 Hardenglas. Check, 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 check. Und wir haben ein Reinforced Machine Frame, was auch wieder eine Quest sein sollte. Ich weiß gar nicht, wo es war, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass die Machine Frame Geschichten auf jeden Fall irgendwo drin waren. Ja, bla bla bla. Tinker Toys war es nicht. Storage Wars kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Was ist denn das hier? Thermal Storage. Cache. Das kriegen wir. Das ist neu. Die Block Extender? Power Grid? War das ein Power Grid? Ich bin mir da echt gerade nicht sicher. Hier war das, ne? Genau. Und jetzt müssen wir ihn auf Resonant hochbringen. Wo haben wir
wir den denn da? Dafür brauchen wir ein Enderium Gear und 4 Silber. Okay. Also das hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4 für ein Enderium Gear. Wahrscheinlich kann ich ein Enderium Gear nur gießen, ne? Ja. Was wahrscheinlich auch besser ist, weil vielleicht müsste man für ein Enderium Gear ein Signalum Gear oder so machen. Ich weiß es nicht, aber das ist echt nicht, das ist nicht kompliziert. So, wie viel Adamite haben wir jetzt? Jetzt ist noch 8 Obsidian Nuggets und 8 Iron Nuggets. Was sind denn bei 5 zu 2 zu 2? Das ist 1, 2,5. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Es gibt immer noch den Bug hier anscheinend. Den Scroll-Bug. Auf jeden Fall ist jetzt alles auf Alumite, was schon mal wichtig ist. So, dann... Das ist ja witzig hier mit dem Scrollen. Guck dich das mal an. Ich kann die Schmelztemperatur so massiv... Ist ja fies. Okay, ich werde es nicht benutzen, aber irgendwer hatte mir das geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Danke nochmal für den Hinweis. Das ist auf jeden Fall ein übelster Bug. So, ein Enderium Gear. Auch nicht das Riesenproblem. So. Okay. Chuck. Für ein Resonant Casing. Machine Casing. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir eine Maschine jemals mit so einem Casing bauen müssen, aber wir könnten es theoretisch. Und wir kommen auch relativ einfach eigentlich an die Grundlagen ran. Also, danke. Hi. Wir kriegen ein Reward Back für... Was ist das für einer? Ein Greater, hm. Mit einer Angry Doll, okay. Ja, Junk. Junk, 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 Junk. Okay, so. Wir müssen die unbedingt irgendwo aufhängen. Ich will die nicht unbedingt ins Haus hängen. So Gehirn im Haus trocken ist jetzt nicht so... So eine Wand wäre dafür noch extrem cool. Okay, so. Was mir gerade aufgefallen ist. Redstone Furnace. Okay. Ja. Lumber. Okay, wir sollten dringend hier mal weitergehen. Also... Igneous Extruder und Glacier Precipitator. Okay, wir sollten vielleicht wirklich mal diesen gesamten Weg hier lang gehen, weil ganz ehrlich, das sind alles Sachen, die wir bauen können. Wir müssen halt nur gucken, wie viele Geräte wir brauchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir brauchen halt 8 Casings und vielleicht nehmen wir dann auch direkt die harten, das müssen wir sich mal angucken. So, und wir müssen unbedingt einen Verarbeitungsmechanismus für das hier kriegen, weil ansonsten haben wir sehr schnell ein Problem. Du hast, glaube ich, aber aktuell genau keine Dings mehr. Darum verbraucht er hier auch nichts mehr. Wir brauchen bessere Energy Sets. Okay, für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Lasst mir immer gerne einen Kommentar und ein Like da. Wir sehen uns dann morgen wieder und ja, dann geht's direkt mit Maschinchen weiter. Bis dann, ciao, ciao.